Ich lese jetzt aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Verse 16 bis 22. Denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Täte ich's aus eigenem Willen, so erhielte ich Lohn. Tue ich's aber nicht aus eigenem Willen, so ist mir doch das Amt anvertraut. Was ist denn nun mein Lohn? Dass ich das Evangelium predige, ohne Entgelt und von meinem Recht am Evangelium nicht Gebrauch mache. Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Amen. So, wir haben vor uns jetzt einen Abschnitt von dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. In diesem Abschnitt merken wir eine sehr persönliche Schreibweise des Apostels. Er schreibt von sich selbst. Wie viele Male sehen wir hier die Worte ich, mich oder ähnliches. Also keine objektive, kühle, wissenschaftlich-theologische Behandlung. So, wir fragen, warum sollten wir denn also diesen Worten genauer zuhören als anderen Worten? Es sind viele Menschen, die sowohl früher als auch heute vieles über sich selbst gesprochen oder geschrieben haben. Gewiss sind diese Äußerungen manchmal interessant, weil sie aus diesem Leben kommen, das auch wir hier leben. Aber warum sollte etwas, dass jemand über sich selbst sagt oder schreibt, wichtiger sein, als was ich über mich selbst sage oder schreibe. So, wir wissen ja, der Schreiber ist ein Apostel Christi. Und deswegen haben wir hier nicht nur Worte eines Menschen, sondern gleichzeitig Gottes Worte. Von Hermann Sasse hören wir: Weil die Schrift das Zeugnis von dem Christus Incarnatus ist, darum ist sie wahres Gotteswort, in der Knechtsgestalt des wirklichen Menschenwortes. Also in der Knechtsgestalt des sehr persönlichen Redens Apostels Paulus hören wir Gottes Rede. Gott redet über sein Evangelium, genauer gesagt über das Predigen des Evangeliums. Also, was sollten wir über das Evangelium, über das Predigen des Evangeliums denken? Sagt Apostel Paulus: Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Was meint er? Meint er vielleicht, dass er so schlecht fühlen werde, wenn er das Evangelium nicht predigen könnte? Also so ein Gefühl, ich fühle mich schlecht. Wie eine Maschine,
die für einen bestimmten Zweck geplant und gemacht ist, aber dann letztlich nur im Museum als ein interessanter Zeitzeuge von etwas schon längst Vergangenem steht. Ja, so etwas kann es sein. Aber ich glaube nicht, dass das ganze Bild schon ist. Der Apostel selbst gibt uns Hinweise, wie wir auch oder wie wir auch denken können. Es kann nämlich sein, dass der Apostel das Evangelium überhaupt nicht predigen will. Er sagt ja, tue ich es, also das Predigen des Evangeliums, nicht aus eigenem Willen. Es scheint eine Alternative zu sein, mindestens theoretisch. Was denn, wenn ich das Evangelium überhaupt nicht predigen will? Was denn, wenn ich gar nicht schlecht fühle, wenn ich das Evangelium nicht predige? Wehe mir, steht immer noch. Weil so ist mir doch das Amt anvertraut, so sagt der Apostel. Das Amt ist anvertraut. Das Amt des Predigens des Evangeliums ist nicht nur theoretisch da, sondern ist anvertraut dem Apostel und dann danach. Das Amt des Predigens des Evangeliums ist da, ist anvertraut, weil Gott will, dass das Evangelium bis alle Enden der Welt gepredigt wird. Der Artikel 5 der Confessio Augustana lehrt uns Folgendes. Das ist sehr bekannt, aber ich lese das sowieso. Solchen Glauben zu erlangen, hat Gott das Predigtamt eingesetzt, Evangelium und Sakrament geben, dadurch er das als durch Mittel den Heiligen Geist gibt, welcher den Glauben, wo und wenn er will, in denen so das Evangelium hören, wirket, welches da lehret, dass wir durch Christus Verdienst, nicht durch unser Verdienst, einen gnädigen Gott haben, so wir solches glauben. Soweit also die CA. Die Einsetzung solches Amtes zusammen mit der Tatsache des Evangeliums, dass alle die Sachen, über die das Evangelium spricht, historische, in Geschichte geschehene Sachen sind, zeigt uns, dass Gott ernst meint. Was Jesus gemacht hat und was dann uns als das Evangelium gelehrt wurde, ist nicht wie ein beliebiges Theaterstück, irgendwas, was interessant sein kann, aber letztendlich keine bleibende Bedeutung für uns behalten kann. Nein, mit dem Evangelium und mit diesem Amt meint Gott sein Ernstestes. Wie Jesus am Kreuz sein Ernstestes gab, sein Alles gab, um uns zu retten, so will derselbe dreieinige Gott, der in Jesus war, in allem seinen Ernst, dass die Nachricht über diese Tatsache samt ihrer von Gott gegebenen Deutung bis den letzten Platz der Erde gepredigt wird. Gehen wir bitte jetzt zurück zum Weheruf des Apostels. Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Was könnten wir damit noch verstehen? Vielleicht Folgendes. Wehe mir, wenn ich denke, dass das Evangelium nicht für diese oder jene Leute gemeint ist. Wehe mir, wenn ich besser als Gott zu wissen meine, wer das Evangelium hören soll. Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht meinen muslimischen Nachbarn und Nachbarinnen weitergebe. Interessant, nicht wahr? Ja, wir haben da schon etwas Großartiges gesagt, vielleicht sogar zu viel. Politische Unkorrektheit par excellence. Es kann ja nicht sein, dass die Christen so arrogant sind, dass
Sie meinen, dass das Evangelium für jeden Mensch da ist. Sogar für solch einen Mensch, der schon von seiner Geburt an seine Religion mit ganzem Herz folgt, die er von seinen Eltern bekommen hat. Meinen wir das? Ja, das meinen wir, Schwestern und Brüder. Was der Herr Jesus gemacht hat, ist nicht nur für uns, sondern für jedermann. Und so weit ist auch die Nachricht von seinen Taten, also die gute Nachricht, das Evangelium jedem zu predigen. Auch unseren muslimischen Nachbarn und Nachbarinnen. Wenn wir für sie das Allerbeste wollen, wenn wir auch sie im Himmel sehen wollen. Weil die Muslime werden nicht mit ihrem jetzigen Weg zum Himmel kommen. Sie müssen, wie wir auch müssen, an das Evangelium glauben. Das Evangelium annehmen. Sind wir also verantwortlich für Muslime? Ja. Was ist unsere Verantwortung? Ihnen so zu dienen, dass sie das Evangelium möglichst klar und verständlich hören. Wie machen wir das? Den Muslimen sind wir wie Muslime, damit wir sie gewinnen. Und so kommen wir wie automatisch zu einem anderen Aspekt von der Rede des Apostels Paulus. An dem Evangelium teilzuhaben. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben, sagt der Apostel. Also ich muss sagen, dass diese Worte für mich nicht ganz klar war. Was meint der Apostel hier? Aber wenn ich darüber nachgedacht habe, weil ich diese Vorbereitungen für diese Predigt gemacht habe, dann ich glaube, ich habe etwas gefunden, das ich nicht so klar früher verstand. Nämlich, wenn der Apostel in seiner Missionstätigkeit allen alles geworden ist, muss er doch nachgedacht haben, was das Evangelium ist, das er predigen will. Was ist unverzichtbar? Was ist grundlegend? Was ist wesentlich? Was habe ich, wenn ich an das Evangelium über Jesus Christus glaube? Und in dieser Weise, mindestens in dieser Weise, wurde der Apostel am Evangelium teilhaben. Diese Arbeit zwingt uns zurück zum Evangelium. Das gilt auch für uns. Also wenn wir zu den Muslimen gehen, ihnen das Evangelium predigen und ihnen wie Muslime werden, werden wir mit vielen, teilweise auch schweren Fragen beschäftigen müssen. Aber das tut uns gut. Und wir machen es nicht, um einen Lohn zu bekommen, sondern als Dankeschön für Golgatha. Und jeder muss nicht so ein Bart haben wie ich. Also für Frauen wäre es sowieso beinahe unmöglich. Aber wir können damit beschäftigen. So, dass eines Tages wir alle, die wir aus Finnland oder aus Deutschland oder aus der Türkei oder von wo auch immer, im Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus miteinander freuen können. Amen.